Hallo liebe Outdoor-Enthusiasten, heute ist Samstag, der 11. Juli, genau. Wir sind in Essen-Steele, eigentlich wollten wir mit dem Zug bis nach Kupferdreh fahren, aber wir haben spontan entschlossen, weil Petra hat hier einen Rautenweg entdeckt, den wir noch nie gegangen sind, dass wir jetzt einfach zu Fuß nach Kupferdreh gehen. Das sind ungefähr 6,6 Kilometer, so stand gerade auf einem Hinweisschild. Ja, hier ist schön, ganz in der Nähe der Innenstadt von Steele oder des Steeler Ortskerns. Jo, gehen wir einfach mal, lassen wir uns mal überraschen, wie wir jetzt nach Essen-Kupferdreh kommen. Von Kupferdreh wollten wir heute eigentlich starten, aber ja, habe ich ja gerade erzählt, machen wir jetzt nicht. Ab Kupferdreh schauen wir mal, wie wir dann weitergehen. Richtung Hatting oder sogar Richtung Bochum. Wolltest du noch was sagen? Nö, nur dass die Rauten ja eigentlich immer anspruchsvolle Wege sind. Jetzt hier sind wir in den Ruhrauen, da ist es noch eben, aber da hinten sehe ich schon eine Steigung. Also das ist was für Wanderer, genau. Auf jeden Fall. Also fürs Radfahren ist dieser Weg bisher auch nicht geeignet. Der Untergrund, alles nur so Kies und Schotter. Okay, dann melden wir uns gleich wieder. Wie das so ist, wenn man spontan seine Pläne ändert. Wir sind jetzt hier in Essen-Überruhr in einem Wald. Das ist sehr schön hier. Aber wir haben die Raute Wegemarkierung, die haben wir schon nach einem Kilometer oder so komplett verloren. Wir sind gerade über so eine größere Straße gegangen. Ging alles, war okay. Und dann hat Petra hier eine kleinere Straße gefunden zu einer Kreuzkapelle, die wir aber auch nicht gefunden haben. Und dann haben wir gesehen, dass hier ein Waldweg von der Straße weggegangen ist. Ja, und hier sind wir jetzt wunderschön. Es ist sehr wellig hier, aber klasse. Da lassen wir uns jetzt mal so treiben. Ungefähr die Richtung wissen wir ja. Ich habe auch gerade schon am Horizont die Sternwarte von Bochum-Sundern gesehen. Also so falsch können wir gar nicht sein. Ach ja, was ich noch sagen wollte, wenn man sich für eine Raute Wanderweg entscheidet, sollte man den Wanderweg immer als GPX-Datei auf dem Navi oder auf dem Handy haben, weil die sind so schlecht markiert. Das kann dann durchaus sein, man hat ein Rautezeichen ohne eine Nummer dran oder so. Und dann Kilometer überhaupt keins, kein Zeichen mehr. Also da ist man, die sind irgendwann mal in den, keine Ahnung, in den 60er Jahren markiert worden. Und dann sind die nie wieder erneuert worden oder keine Ahnung. Also Rautewege sind sehr schön, sehr urig, sehr naturbelastet. Aber ohne Navi sind die eigentlich nicht zu wandern. Das wollte ich noch eben mal sagen. Thank you.
nach rund 7,5 Kilometern sind wir jetzt ganz woanders angekommen, und zwar in Burg Altendorf. Wir befinden uns hier an der Burgruine, die ihr im Hintergrund sehen könnt. Ja, das ist sehr schön hier. Der Ortskern ist, da ist zwar eine größere Straße, wie das halt so ist im Ruhrgebiet. Aber drumherum ist alles sehr schön, noch sehr alt. Also Burg Altendorf ist auf jeden Fall ein schöner Stadtteil von Essen. Die Burg, also die Burg ist von... aus dem 12. Jahrhundert. 12. Jahrhundert oder so. Da steht ganz viel auf dem Schild, kann ich mir alles gar nicht merken. Aber ist ja auch egal. Also die ist sehr schön, die Burg. Hier in der Nähe ist so ein Café, das sieht aus wie aus den 1970er Jahren. Ganz witzig. Gut, wir gehen jetzt rüber nach Bochum-Dahlhausen, glaube ich. Ne, machen wir das? Ja. Ja. Und dann finden wir, glaube ich, unseren alten, ursprünglich geplanten Weg wieder. Die Raute haben wir, seitdem wir sie entdeckt haben, einmal wieder gesehen und dann wieder verloren. War sie wieder verschwunden. Ich habe ja vorhin schon gesagt zum Thema Raute, das geht ohne GPX-Datei, geht das gar nicht. Kann man nicht wandern. Die ihr gerade gesehen habt, ist von der Zechenruine Altendorf hier in, ja, ich glaube, das ist noch Burg Altendorf in direkter Nähe zur Ruhr. Dieser Stollen von der Zeche diente nach dem Zweiten Weltkrieg, also geschlossen wurde die Zeche schon 1800 und noch was, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, als Kohleknappheit war, haben sie hier noch mal kurz Kohle gefördert. Danach diente dieser Stollen, der verschlossen ist, einer Schnapsfirma als Alkohollager. Und in den 70er Jahren oder so wurden da drin Champignons gezüchtet. Ganz schön witzig. Naja, das ist dann in der richtig dicken Betonmauer verschlossen, dass man da nicht reinkommt. Und die Freiwillige Jugendfeuerwehr von Burg Altendorf hat in den 2000er Jahren, also 2009, diese Anlage hier geschaffen. Da war wohl vor 2009, war das wohl alles Wasteland hier, da ist man gar nicht dran gekommen. Und jetzt ist das hier ganz nett. Das Tolle ist, den Weg, den wir gerade gehen, der geht parallel zu dem vielbefahrenen Radweg an der Ruhr, und wir sind hier, Petra und ich sind hier total alleine. So, dann wollen wir uns mal wieder auf die Socken machen. Ja, nach gefühlt 10 Kilometern Springorum-Trasse gehen hier in Bochum,
Von Dahlhausen sind wir jetzt auf der Straße namens Röderschacht. Die führt so durch eine alte Arbeitersiedlung und die ist ziemlich steil. Die Petra sagt gerade, sie hat ein Schild gelesen, 25%. Das ist ziemlich anstrengend. Aber hier ist, als ob man irgendwie 100 Jahre zurückversetzt wurde. Eine ganz tolle Stimmung ist hier. So eine richtige alte Arbeitersiedlung. So richtig pur, also nicht mit Blümchen und Gärtchen, sondern so hat das hier früher im Ruhrgebiet überall so ausgesehen. Steil ist sie trotzdem. Meine Herren, ich will mal eben gucken, wie viele Kilometer wir auf der Uhr haben. Ja. 15 Kilometer, wenn ich Zufall. Guck mal, da geht die Straße auch noch rein. Ja. Da geht es auch noch so rein. Ist natürlich immer schade mit den parkenden Autos. Aber das würde sich hier richtig als Filmkulisse anbieten. Was ich noch sagen wollte ist, dass wir ja ursprünglich von Kupferdreh nach Bochum gehen wollten. Und das ist die Georoute Ruhrgebiet. Jetzt habe ich vorhin schon über die Rauten geschimpft, dass sie so schlecht markiert sind. Die Georoute ist so, die gibt es zwar auf dem Papier, aber wer die nach Wanderzeichen gehen will, der hat verloren. Die hatte ich aber als GPX-File heruntergeladen und da befinden wir uns jetzt auch drauf. Okay, melden wir uns gleich nochmal wieder. Das jetzt gesehen, da musste man doch glatt, um auf der Georoute Ruhr zu bleiben, diese äußerst gefährliche Straße überqueren, die Wuppertaler Straße. Da fahren die Autos und Motorräder, dass es nur so kracht. Und das Georoutenzeichen kleben die auch noch zur absoluten Frechheit da auf die Leitplanke. Ist ja wohl eine Unverschämtheit, Sondershausen. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Man ist also immer noch nicht sicher vor Überraschungen auf solchen Wanderungen. Ja, und manchmal gefährlich sein alles, ne? Muss man ganz schön aufpassen, ganz genau. Mein Gott, dafür sind wir jetzt in der Barkermulde. Das ist hier in Linden so ein Stück, das ist sehr schön hier. Und ich glaube, es kommt noch die ein oder andere Bergbausiedlung. Aber ich will nicht zu viel versprechen, wer weiß, wo der Weg uns hinführt. Dann schauen wir mal. Thank you.
21 Kilometer haben wir mittlerweile auf der Uhr. Wir befinden uns immer noch auf dem geologischen Wanderweg, Geoweg Ruhr. Ja, eigentlich sehr schön. Vorhin waren wir eine ewig lange Straße, oder keine Straße, die ist für Autos gar nicht zugelassen. Rauendal heißt die. Ist so für Fußgänger und Radfahrer schön durchs Ruhrtal. War richtig klasse. Aber ist natürlich langweilig, ne? Weil man kann ganz lange geradeaus gucken. Aber ist okay, Hauptsache keine Autos. Gleich werden wir als nächstes den Malakoff-Turm hier in Bochum-Weidmar passieren. Den haben wir auch schon mal gefilmt in einem anderen Video. Aber läuft sich gut, uns geht es noch gut. Alles easy. Schauen wir mal, wo wir jetzt noch hinkommen. Bis gleich. Okay, Petra hat mich gerade berichtigt. Die Rauendalstraße kann man wirklich mit dem Auto fahren. Weil da sind ja auch Häuser gewesen, habt ihr ja gesehen auf dem Film. Aber wir hatten jetzt Glück, da war nicht ein einziges Auto. Ne? Fährt auch kaum einer. Fährt kaum, also nur die Anwohner, weil das führt ja irgendwie nirgendwo richtig hin. Außer zum Kemnader Strausee. Aber da kann man als Bochumer oder Auswärtiger auch viel besser hinfahren als durchs Rauendal. Gut. Ja, der Weg, den wir hier gerade gehen, der geologische Wanderweg, ist auf diesem Stück eine alte Pferdeschleppbahn. Hier wurden Pferdeschleppbahn, ja, Kohlenschleppbahn. Also hier wurden früher die Pferde, also mit Pferden, Kohlewagen bis zur Ruhr runter geschleppt. Und zwar schon 1791, so lange gibt es das hier schon. Und von dort aus auf die Ruhr verschifft bis nach Duisburg und von da aus bis nach Holland befördert. Das muss man sich auch mal reinziehen, habe ich gerade auf so einem Schild gelesen. Komplett interessant, habe ich auch noch nicht gewusst. Jetzt wisst ihr das auch. Sechs Stunden 13 und 30 Kilometer später, 31. Oder bald 31, sind wir jetzt wieder in unserer Heimat angekommen. Dauert nicht mehr lange bis nach Hause. Ja, was soll man zu dem Weg sagen? Der war nicht so, wie wir geplant haben, aber es war trotzdem gut, dass wir die Raute gegangen sind. So haben wir auf jeden Fall viele neue Wege entdeckt. Auch wenn die teilweise urban waren. Wir waren ja zum Beispiel in Burg Altendorf, also an dieser Burgruine, da sind wir vorher noch nie gewesen. Ja, und auch so einige Wege, die wir da entdeckt haben, kannten wir überhaupt nicht. In Dahlhausen unten, das war dann einigermaßen bekannt, aber der geologische Wanderweg, den wir dann ab 15 Kilometer 15 gefunden haben, den wir eigentlich auch ursprünglich gehen wollten, der war dann wieder super und hat uns dann auch in Gegenden gebracht, wo wir zumindest schon lange nicht mehr gewesen sind, beziehungsweise irgendwie von der anderen Seite gekommen sind oder so. Also auf jeden Fall war der Weg ein richtiges Highlight, oder? Das stimmt, war schön. War wirklich schön, das Wetter war auch super, jetzt ist es ein bisschen bewölkt. Ja, und es war ja den ganzen Tag so, mal Sonne, mal ein bisschen bewölkt. Nicht zu heiß, 20 Grad, also richtig geschmeidig, konnte man gut gehen. Ja, und so bleibt uns nur zu sagen, man kann die Samstagnachmittage auch im Gehen verbringen.
oder eigentlich den ganzen Samstag. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wollen, dass ihr gesund bleibt oder wieder gesund werdet. Ja, und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Wandern im Ruhrgebiet mit Petra und Herbert. Macht's gut. Tschüss.